Herzlich willkommen hier in unserem Krankenhaus. So viele Leute, die heute hier eingefunden haben. Und danke dafür, denn unser Slogan heißt ja schließlich auch: Gemeinsam sind wir stärker. Auch die da oben in den Gepäcknetzen, ja, so, sehen Sie. Ganz wichtig ist für mich, ich habe es ja auch schon in der Impfhalle gesagt, ich bin kein Impfgegner, aber ich fühle mich als einer. Und von daher freuen wir uns, dass nicht nur die gebürtigen Impfgegner hier sind, sondern dass man so zwischendurch die bunte Vielfalt sieht. Man sieht dunkle Haare, man sieht braune Augen. Alle sind uns ganz herzlich willkommen. Ja? Das finde ich ein ganz wichtiges Thema. Da sind noch viele Fragen von der Bevölkerung gekommen, die möchte ich unter anderem teilweise auch mal beantworten. Viel gefragt wurde unter anderem, warum wurde nun das Krankenhaus geschlossen? Unser Krankenhaus wurde geschlossen, weil zwei katholische Stiftungen da waren, die unterschreiben wollten, aber nur unter der Bedingung, dass Emsdetten zumachte. Emsdetten ist zugemacht worden. Wo Emsdetten als Konkurrenz weg war, haben die Stiftungen dieses Angebot nicht mehr unterschrieben und Emsdetten stand dann auf einmal mit einem leeren Krankenhaus da. Das ist die wahre Tatsache. Dann das Zweite. Ich habe von der Insolvenz gelesen, wiederum von einigen Krankenhaus mit Gewinn. Unser Krankenhaus war das Sahnestückchen mit zertifizierten Abteilungen in Nephrologie, Endoprothetik und Darmzentrum. Diese Abteilungen wurden an andere Häuser umgelagert, was für mich immer noch unverständlich ist. Auch habe ich von einem Topf gehört, wurde berichtet, in dem ein bestimmter Betrag der Gewerbesteuer eingezahlt wird, um die Krankenhäuser des Kreises zu unterstützen, wird trotz Schließung weiter eingezahlt. Die Antwort ist ganz klar, das ist eine Krankenhausumlage. Emsdetten zahlt im Moment für ein zues Krankenhaus 400.000 Euro pro Jahr. Das muss man sich mal vorstellen, das ist unglaublich. Jetzt kommt natürlich eine ganz interessante Frage, wie weit ist unsere Politik hier involviert? Wenn schon Frau Hannelore Kraft erklärt, nicht zuständig zu sein, dann lässt es weit blicken. Und das ist ganz schön traurig. Aber immerhin hat die BIE es geschafft, in Kreis, Land und Bund an den Türen zu rütteln. Leider sieht es so aus, dass die vom Volk gewählten Vertreter alles Mögliche vertreten, aber nicht das Volk, also uns. Dann kam die Frage, kann ein privater Träger das Krankenhaus kaufen und wieder eröffnen? Das hängt von der Entscheidung der Gläubigerversammlung ab. Als Hauptgläubiger. Generell ist ein im Wettenplan stehendes Krankenhaus jedoch wesentlich attraktiver für einen Käufer als ein aus dem Plan herausgenommenes. Genau dies betreibt jedoch die CKT in Zusammenarbeit mit der AOK unter Hochdruck. Die wollen ganz einfach die vorsätzliche Herausnahme. Und dies werden und wollen die nicht akzeptieren. Welche Mittel sind dafür notwendig? Ja, die Mittel. Da braucht man Einblick in die Unterlagen der CKT. Aber die erhält nur ein Kaufinteressent und auch was? Der Kaufinteressent erhält erst Einblick in die Unterlagen, wenn er ein Angebot abgegeben hat. Wie kann er erst ein Angebot abgeben und dann in die Bücher gucken wollen? Also ich kenne das aus der freien Marktwirtschaft anders. Es werden Investoren da gewesen, auch für unser Krankenhaus. Aber uns werden nur Knüppel zwischen die Beine geworfen, egal ob wir einen Interessenten haben oder nicht. Und das ist eine bodenlose Frechheit. Wir hatten die
BI-Versammlung, wie Sie sicherlich alle wissen. Da möchte ich jetzt gleich mal einmal zitieren. Ich habe es hier schriftlich von den Herren Eichenauer und Scheer höchstpersönlich unterschrieben. Selbstverständlich, und auf die Nachfrage, ob Entsetten noch mit dem Bieterverfahren drin ist. Selbstverständlich werden wir mit jedem Interessenten ernsthaft verhandeln, der sich für alle drei Standorte interessieren sollte. Aufgrund dieser bisherigen Gespräche und Verhandlungen und Erfahrungen wollen wir allerdings keine falschen Erwartungen machen. Diese Herren Eichenauer und Scheer, wo die dieses Schreiben uns geschickt haben, dass sie das verlesen sollen, haben sie den 36.000 Bürgern schon belogen und betrogen. Denn da war schon geschrieben, dass sie das vorzeitig aus dem Wendeplan rausnehmen wollen. Dieses Schreiben, was wir gekriegt haben, war eine reine Lüge und damit haben sie nicht nur die BI belogen, sondern 36.000 Einwohner. Und wie steht immer in der Bibel so schön geschrieben, du sollst nicht lügen, aber da kennen diese Herren wahrscheinlich nicht viel von. Ja, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Teilnehmer dieser Kundgebung, die nicht nur aus Entsetten, sondern auch aus Nachbarorten kommen, das habe ich heute Morgen schon auf dem Ring gehört, da kamen welche aus Lesung, aus Neunkirchen, aus Borkhoff, ich weiß nicht, wer alle. Ich begrüße Sie heute Morgen hier ganz, ganz herzlich zu einer weiteren öffentlichen Kundgebung, um dem Ziel, wir kämpfen für unser Krankenhaus, weiter nahe zu kommen. Das ist ein Motto, das wir uns, und sage und schreibe, anderthalb Jahre jetzt schon auf den Flyer, auf T-Shirt oder auf unser Banner geschrieben haben, dass wir in Entsetten mit 36.000 Einwohnern es nicht geschehen lassen wollen, dass hier ein so funktionsfähiges und qualitativ hochwertiges Krankenhaus geschlossen wird. Ich will mich, ich habe ja bei allen öffentlichen Kundgebungen, auch an anderen Gelegenheiten, immer wieder zu dem Thema gesprochen und ich will mich heute auch bewusst darauf beschränken, wie die Situation zurzeit ist und wie die Situation sehe, die Chancen, was können wir tun. Herr Stahl hat eben dargestellt, wir müssen erreichen, dass unser Krankenhaus im Krankenhausbedarfsplan, im Bettenplan verankert bleibt. Denn das ist ein ganz wichtiger geldwerter Vorteil für jeden Anbieter im jetzt eingeleiteten strukturierten Bieterverfahren, nämlich auch dieses Krankenhaus in die Überlegungen einzubeziehen. Selbstverständlich könnte dieses Haus als Privatkrankenhaus betrieben werden, aber wirtschaftlich unrealistisch. Man muss abrechnen können mit den Krankenkassen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir dafür eintreten, dafür kämpfen. Und bis zum vergangenen Dienstag, der ersten öffentlichen Kundgebung der BI in der Ems-Halle, schien das ja auch mittlerweile einigermaßen gesichert zu sein. Sie erinnern sich einmal das Schreiben, was Herr Stahl vorgetragen hat, was er eben auch nochmal zitiert hat, dass das Krankenhaus, die CKT, erstmals bekundet hat, jawohl, das Krankenhaus in Stetten steht auch für das Verfahren als zu übernehmendes Krankenhaus zur Verfügung. Ich erinnere daran, da haben wir lange drum gekämpft, es hat lange Zeit gedauert, Entsetten war ja ausgeklammert. Und deswegen war für uns sehr negativ überraschend, dann auf einmal die Kenntnis, da haben welche bei der Bezirksregierung einen Antrag gestellt, parallel zu diesem Wiederverfahren das Krankenhaus Entsetten herauszunehmen. Ich habe mich bei der Bezirksregierung erkundigt, um zu hören, wer denn der Antragsteller ist. Das sind die Krankenkassen in Westfalen-Lippe und Führerschaft ist die AOK Nordwest in Dortmund. Und ich habe mir selbst vorgenommen, die Damen und Herren werden wir nächste Woche anschreiben und auffordern, öffentlich Stellung zu nehmen. Ansonsten müssen wir einmal auch in unsere Unternehmen gehen. Da sind nämlich die Mitglieder dieser AOK und denen ganz konkret sagen, das ist eure Krankenkasse, die unser Krankenhaus kaputt machen will und dagegen müssen wir uns wehren. Es wird immer wieder über die Geschäftsführung gesprochen und Unverständnis geäußert, dass sie immer noch in Amt und Würden ist. Da muss ich nur appellieren an die Verantwortlichen der CKT.
Warum machen die sich keine Gedanken dazu, diese beiden Herren endlich des Amtes zu entheben? In jedem Unternehmen. In jedem Unternehmen, in solche Vorgänge, die hier im Krankenhaus geschehen sind, wäre das selbstverständlich, dass die Geschäftsführung freigestellt wird und nicht weiter ihr Spiel spielt. Und da muss ich Herrn Stallburg noch mehr geben. Da wird ein ganz, ganz böses Spiel getrieben. Nochmal zum Schluss mein Appell. Und gegenüber der Politik, und es hat sich diese Woche ja jetzt auch herausgestellt, ist das Landesgesundheitsministerium in Düsseldorf, das letztendlich entscheiden wird, ob das Krankenhaus Entsetten im Landesbettenplan bestehen bleibt. Wir müssen unserer Politik deutlich machen können, dass wir hier eine Unterversorgung, eine Schlechtversorgung haben. Deswegen nochmal mein Appell. Schildern Sie der Bürgerinitiative oder mir die Fälle ganz konkret, wo Sie das Gefühl haben, dort ist keine ausreichende Versorgung gegeben. Damit wir diese Fälle dokumentieren können und diese Fälle dann im Rahmen eines Anhörungsverfahrens der Gesundheitsministerin und vielleicht auch der Ministerpräsidentin vortragen können. Denn diese Fakten benötigen wir, um diesen Kampf erfolgreich zu einem hoffentlich positiven Ende führen zu können. Dann muss noch mal eins zum Rettungsdienst, weil meine Äußerung zumindest aus der Emshalle vielleicht nicht so richtig verstanden oder transportiert worden ist. Ich habe nicht gesagt, dass der Rettungsdienst ist personell oder so nicht in der Lage ist, den Rettungsdienst durchzuführen, sondern die Kapazitäten reichen nicht aus, um diese neue Situation hier in Entsetten überhaupt bewerkstelligen zu können. Wenn ich jeden Notfall nach außerhalb transportieren muss, dann sind die Rettungsmittel gebunden für Transportfahrten, die nicht vonnöten wären, wenn hier in Entsetten das Krankenhaus auch wäre. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, da kann ich jetzt ein bisschen Hoffnung geben, ab dem 1. September wird der zweite Rettungstransportwagen auch 24 Stunden, 7 Tage zunächst erstmal belegt sein. Uns ist es gelungen, entsprechend Mitarbeiter einstellen zu können zum 1.9., sodass wir also hier dann über 2 Rettungstransportwagen verfügen. Also ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein. Und da will ich die Adresse an den Kreis Steinfurt ebenso wie im vergangenen Dienstag nochmal wiederholen. Kreis Steinfurt, bitte kümmere dich darum, dass eine ausreichende Notfallversorgung hier in Entsetten sichergestellt ist. Und dazu gehört nicht nur ein zweiter RTW, dazu gehört auch ein vollumfänglich besetztes Notarzt-Einsatzfahrzeug, also nicht nur zu den Tagstunden und den Werktagen, sondern auch an den Wochenenden, damit wir eine kleine Kompensation des derzeitigen Zustandes haben. Soweit heute von dieser Stelle von mir. Mein Appell nochmal, bitte die Fakten zusammentragen, der Bürgerinitiative oder uns als Stadt melden, damit wir in dem Verfahren mit Argumenten arbeiten können. Vielen Dank für den Kampf und machen wir weiter. Wir können noch so lange kämpfen und sollten nicht vorher aufgeben. Nicht vorher aufgeben. Wir sollten die Politik in Düsseldorf auffordern, die Situation genau anzusehen, zu analysieren und festzustellen, eine Stadt mit 36.100 braucht ein Krankenhaus. Dankeschön.